So, da sind wir wieder hier bei Minecraft. Wir sind letztens stehen geblieben hier bei den ganzen Turtles. Wie gesagt, ich habe, wow, das klingt, hier unten eine Kiste hingetan. Wir haben zwei zu wenig, eine habe ich übergelassen. Und ich habe mal vorne die ersten vier Turtles das Programm reingeschrieben, per Hand jetzt schnell, weil ich die zweite Folge gleich in Anschluss aufgenommen habe. Wir werden uns hier noch ein bisschen Zaun machen. Brauchen wir noch ein wenig. So. Mal so. Ich glaube, so ging der Zaun, oder? Ja. So. Zack. Damit wir hier oben noch zumachen können. So. Ja, vor uns zumachen, dann können wir nicht mehr rein. Hätte ja auch eine Möglichkeit. So. So. Dann eigentlich hier auch noch eins zu machen, oder? Ja. Wobei. Na, mal gucken. Hier haben wir schon zwei Wolle drin. Schon mal nicht so schlecht. Könnte besser sein natürlich. Etwas lahm, weil das Schaf nicht fressen will, aber egal. Da habe ich hier solche Käfige. Damit kann man Schafe fangen, das sind, oder halt überhaupt generell Tiere, das sind sogenannte Kage. Na komm. Ne, wo sind denn die? Hab jetzt keine da, schau ich mal zu Hause, habe ich welche. Damit kann man Tiere fangen, Zombies, eigentlich alles mögliche. Hier. Empty Animal Cage heißen die. Oben Wundblanks, dann bekommt man die. Dann nimmt man mal eins. Sucht sich irgendwo mal ein Mob. Ja, wenn man es hätte. Ich demonstriere es einfach an den Schaf hier. Dann macht man einfach hier. Linksklick, also mit Rechtsklick kann man da nichts machen. Man muss es sozusagen einmal hauen. Zack. Das verschwindet und man hat es hier drin. Und wenn man dann einfach richtig macht, verschwindet das Ke der Käfig wieder und der Schaf steht wieder da. Kostet also jedes Mal ein bisschen Holz, aber egal. So, dann schauen wir mal. Bin mal gespannt, ob jetzt das so geht. Ja. Oh, wirklich nur immer ein Schaf rausnimmt oder mehrere. So, jetzt haben wir mal vier Schafe. Lass mal vier Schafe gut sein. Die restlichen mache ich dann so nach und nach, je nachdem wie ich die Turtles programmiere. Jetzt schauen wir nur noch mal, welche Farben wir dazu brauchen. Was haben wir so an Wolle überhaupt? Wir haben nur Weiß hauptsächlich. Welche Farben wären nicht so schlecht eigentlich mal? Lapis. Aber einmal Lapis. Einmal eigentlich Rot. Rosarett. Und einmal Grün. Kaktusgrün. Da haben wir mal ein paar Farben durch. Zack. Braucht man eigentlich normal im Normalfall nur auf das Schaf draufklicken. Oder auch nicht. Kann man das nicht umfärben? Oder sind die jetzt schon gefärbt? Oder muss man da warten, bis die gewachsen sind? Beziehungsweise schon wieder Wolle haben. Das hat sich hier versteckt. Unter der Erde? Ah, das auch. Ich bin wohl zu schwer, da verstecken sie sich unter der Erde. 14 Mal. Schauen wir die an. Und gucken wir mal. Ich habe ja jetzt die Farben durch noch hier rein. Gut. Dann müssen wir noch schauen, was wir mit der Wolle machen. Wir werden die auch in unser Lager transportieren hier. Dazu einfach wieder ein Importbus, oder? Ja. Wir hätten eigentlich irgendeine Farbe nehmen können, die wir bereits haben, ne?
Wäre ja einfacher gewesen. Aber egal, wir haben hier noch genügend Platz. Da weiten wir einfach unseren schönes Häuschen hier. So. Eine Spur breiter machen. Okay, da fehlt noch ein bisschen Stone Bricks. Stone. Da. So, schnell erweitert hier. So, dann eigentlich den Boden noch. Ja, mit einer Rose kann hier nichts machen. Und die Wand, ja. Die machen wir jetzt auch noch mal so Stone Brick. Dann passt das als Abschluss. So. Passt halt nicht ganz zusammen, weil hier ein Einbruch drin ist und hier eigentlich nicht, aber ja, ist halt so, ne? Man kann nicht alles haben auf dieser Welt. So, dich hier hin und wir brauchen ein Board. Ein Stück. Und das kommt wieder von unten nach oben gesetzt. Zack, und schon funktioniert's. Und der sammelt schon schön brav unsere Wolle ein. Und hier kommt wieder ein Stone Brick rein. Zack. Könnte man hier wieder ein Limiter setzen, wenn... Nee, brauchen wir nicht Wolle. Soll er reinhauen. 64. Da müssen wir dann auch mal wieder darauf achten, dass wir hier erweitern. Denn das Emetohäufig ist schon relativ voll. Das heißt, wir bauen uns noch ein Emetohäuf. Oder haben wir vielleicht sogar schon eins? Mal gucken. Controller haben wir, aber Drive haben wir noch keins. Nein. Basic haben wir da. Was brauchen wir noch? Eisenglas. Iron und Glas, damit wir ja immer genügend Platz haben in der Kiste, eine Chest. Nicht, dass es sogar geht wie drüben, dass dann kein Platz mehr ist in unser Lager. Das wäre natürlich auch sau doof. Deswegen erweitern wir das gleich hier mal, zack, angeschlossen. Hier sehen wir, wir haben 2 Emetohäuf. Ich glaube, wir haben noch irgendwo ein paar Storage-Zellen. Ah, da hätten wir noch nicht gehabt. Vollpfosten, ey. Ah, echt schade. Na, okay. Man kann ja nicht alles haben. Storage Class, da haben wir da. Das reicht für, ich glaube, eine 64 AK, oder? Genau. Glas oben, Redstone. Glas oben, Redstone. So irgendwie, oder? Nee. Wieder vergessen. Aber auf alle Fälle unten Iron. Das weiß ich. Und Glas fehlt. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube, oben in den Ecken, das gehört weg. So. Nö. Okay, da schauen wir noch mal schnell. Ich schau gleich hier, weil dann finde ich schneller. Ah, okay. In den Ecken Glas. So, so. Und noch ein Glas. Mein 64K. Das bauen wir dann... Na, wobei, der ist jetzt schon wieder leer, oder was? Nee. 64K bauen wir hier rein. Zack. Ist online. Passt. Dann haben wir hier wieder genügend Speicher. Das heißt, hier bauen wir dann ein paar 64K rein. Da sollten wir keine Sorgen mehr haben. Was itemtechnisch hier angeht. Ja, wegen der Wolle ist jetzt fraglich. Hat er jetzt die Schafe gefärbt oder nicht? Wir hatten ja grün. Ich mache hier mal einfach so, dass der nur ist, wenn er ein Signal hat. Und wir brauchen wahrscheinlich drüben ein Chunk Loader, schätze ich mal.
Bird Anchor. Nehmen wir mal einen mit. Gucken wir uns die Sachlage an, nachdem wir schlafen hatten. Komm schon. Pflanzen haben wir auch noch. Also Blumen hier. So. Schön machen. Also nee, hier wird alles schön geladen. Ja, funktioniert alles soweit. Passt, passt, passt. Ja. Okay, okay. So. Drücken wir nochmal F6, damit das weggeht, ja. Ich weiß gar nicht, über welchen Mod das kommt eigentlich. Geschert sind sie aber. Schätze mal, ja, weiß. Das heißt, wir schalten die mal aus, damit die wieder Wolle produzieren und dann färben wir sie nochmal neu ein. Dann haben die wahrscheinlich auch die Farbe. Hier hinten versteckt sein Creeper, der uns schon gesehen hat. Ich habe ihn aber früher gesehen. Früher. Genau, hier für... Hier drum werden wir uns in der nächsten Folge dann kümmern. Oh. Sind ein paar Bögen zu viel? Aber egal. Bögen kann man nie genug haben, ne? Können wir sie auch mal einschmieden hier. Soul Shard Zombie Pick. Da können wir dann uns ein neues Soul Shard machen für diese Blaze Wards. Was wir gesagt haben in der letzten Folge, glaube ich, war das. Oder so, keine Ahnung. Schaut cool aus hier, ne? Dann können wir hier wieder sagen... Immer. So. Hier die Farm. Läuft, läuft, läuft. Ja, läuft alles. Dann gucken wir nochmal rüber zu unseren großen Häuschen dort. Da muss ich mein Dach aufbauen. Was ist denn hier los? Können wir auch mal zustopfen da, ne? Hier runter. Das Minecraft verjährt da schon wieder. Wir laufen natürlich. Sind ja relativ schnell unterwegs. Schneller als was Minecraft. Dann gucken wir mal hier, wie es so aussieht. Die Zentrifuge hat nichts zu tun. Der natürlich dann auch nicht. Hier sind schön Äpfel drin, ja. Hier habe ich Mulch reingetan. Apple Oak Seed. Biomasse haben wir genug. Und das hier ist auch alles. Im grünen Bereich. Das heißt dann auch hier unten. Alles voll, ja. Das gefällt mir. Hier wird fleißig Strom produziert. Weil hier gar keiner gebraucht wird. Können wir eigentlich den wegtun? Dann müsste er hier den Strom nehmen, oder? Genau. Da muss ich mal eine Steuerung bauen. Und hier müsste eigentlich jede Menge... Naja, jede Menge Charcoal ist nicht drin. Aber er putzt immer, immer wieder nach. Okay, hier ist Charcoal jede Menge. Hm. Gut. Das funktioniert. Ich werde aber hier das Kabel wieder dran setzen. Nicht, dass uns hier der ganze Saft dann flöten geht, beziehungsweise die ganze Anlage abstürzt, weil kein Strom mehr vorhanden ist. Was, wenn ich den mal anschalte eigentlich? Achso, der ist hier aus. Der Mass Fabricator. Warum kriegt ihr eigentlich hier keine Scrap nachgeliefert? Hallo? Scrap? Der kriegt nachgeliefert, aber der nicht. Aber der ist ja on.
Mit der Produktion. Haben wir überhaupt Scrap? Normal schon, ne? Klar haben wir Scraps. Oder ist der unten? Achso, ja, nur wenn er ein Signal bekommt. Okay. Alles klar. Wobei, den können wir eigentlich auf das stellen. Der kann ja immer voll machen, weil wir drin nehmen den Saft ab. Also wäre es ja eigentlich egal. Der macht Cobblestone klein. Wie viel Cobblestone haben wir denn überhaupt? Cobblestone haben wir, ich glaube, gar nicht mehr so viel, oder? Ja. 250 haben wir da allein mehr. Dann abschalten. Und den wieder weg. Wir brauchen hier keinen UU-Meter mehr. Gut, hier alles voll. Alles schön voll. Das habe ich gern. Anlage funktioniert. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst Kommentare da. Macht's gut. Bis dann, Leute. Und ciao.